Ja, was? Alter. Au, 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 ich kann mich nicht bewegen. Ich muss hier raus. Ja, Filou, wärst du damit runtergekommen? Kommen die nicht raus? Das ist gut. Können wir gleich was essen. Geh mal noch ein Stück weiter weg. Oh, die Musik kann sich jetzt wieder beruhigen. Ist alles gut. So. Essen. Was haben wir hier eigentlich für Stiefel gefunden? Okay, was haben wir für Stiefel an? Ah, Schleichen ist effektiver. Wir heben uns erstmal Schleichen auf. Also, wir benutzen erstmal Schleichen. So. Können wir hier schnell die Eisbranken wegmachen? Nehmen wir hier diesen Eintopf. 180 Sekunden. Das sollte reichen. Ja, du bist hier oben geblieben, eiskalt. Mal schleichen wir da runter, vielleicht geht es dann. Ja? Dann hole ich dich unten einfach. Wie unser Leben gleich voll ist. Ja, rein. So. Ist klar? Scheinbar nicht. Na gut, los geht's. Kommen die schon wieder einfach alle an? Ha! Ihr Affen. Was ist das denn? Hier hoch? Nee. Hier direkt eine Truhe. Da sagen wir nicht nein. Noch eine. Und nur Mist drin. Hier nix. Ah, Moment. So, jetzt. Da hinten ist, glaube ich, ein Troll. Da so. Scheiße, ist das groß. Ich dachte, es wäre so ein kleiner Stollen, enge Gänge. Was, wer sieht mich denn? Ein Höhlentroll. Der kriegt keinen Schaden. Und fall um. Ja, hast du fein gemacht. Bist ein ganz großer. Eine Menge Blut heißt immer, hier lang geht's. Glaube ich. Was? Noch einer. Aber nicht so gut, weil du bist gleich zu Ende. Warum auch immer du gerade den Moonwalk machst. Ich find's gut. Ja. Siege. Nehmen wir mit.
Rätselhafter Nomade. Haben wir davon nicht die Kette sogar schon? Erhöht Mana um 8 Punkte. Elementarzauber kosten 4 Mana, 4% Mana weniger. Gut, wir brauchen jetzt noch kein verbessertes Schleichen an sich. Und das wäre halt sinnvoller, weil erstmal haben wir mehr Mana. Und zum anderen haben wir weniger Kosten für unser Feuerzeug. So gut. Machen wir erstmal die Kiste auf. Was? Arkanrune? Mhm. Cool. Noch irgendwas? Nö. Aber brauchen einen neuen Filou. Scheinbar sind hier irgendwie mehrere Höhlentrolle. Hier hat nichts bewacht. Wo sind wir denn? Wir sind von da gekommen, da lang. Also können wir jetzt hier lang gehen. Genau. Dann war da hinten ja noch ein Troll, den wir schon von oben gesehen haben. Naja, da ist er. Ich glaube, dass das Blaue diese scheiß Kristalle sind, wo wir Arkanistenfieber kriegen. So, Filou, du hältst noch eine Weile, wir speichern mal. Dann geht's los. Kann es sein, dass der vor uns wegläuft, weil wir Feuer haben? Also einmal die Fackel oder das Feuer an sich, ich weiß es nicht. Oh, nein! Oder? Er wollte vielleicht nur zu Filou. Weiß es nicht. Hattest du hier irgendwas Tolles? Ich glaube, dass das die Scheißsteine sind, aber meistens da auch immer irgendwas Magisches. Wir speichern mal. Oh, oh. Was denn? Wo denn? Da hinten. Noch ein Troll. Das sieht an wie mehrere, als ob da auch noch einer ist. Nein. So. Kommt er schon mal? Der haut echt ab, weil wir Feuer haben, glaube ich. So, Licht wieder an. Gut. Oh Gott. Schock mich doch nicht so. Wir nehmen noch mehr Mana. Eisenaxt der Auslaugung. Okay, nehmen wir mit. Schmuck. Na, dann gib uns Schmuck. Wie wäre es denn mal mit irgendwas Sinnvollem für uns? Das speichern wir aber nochmal. Und dann gucken wir dahin. Ja, ich wusste es. Was haben wir denn hier? Mist, Mist. Naja. Geht. Aber gelohnt hat sich das jetzt nicht unbedingt. Also die Stelle da. So, sonst haben wir, glaube ich, alles. Aber gut zu wissen. Also ich weiß nicht, ob es bei den Trollen draußen hat, das glaube ich nicht geklappt. Also bei dem Troll. Aber bei Höhlentrollen scheint Feuer abweisend zu funktionieren. Was?
so. Wir haben ja das letzte Mal noch Dingens gefunden. Moment. Nee, bei denen hier ist das glaube ich nicht bei, oder? Doch. Das lernen wir einfach, weil wir es können. Das auch, das auch. Hier, Dolch beschwören. So. Gucken wir uns hier mal kurz die Bücher an. Damit wir das nächste Mal nicht wieder vorm Schrank stehen und nicht wissen, was wir schon haben. Oh, hier, wenn wir hier noch das zweite haben, dann können wir da loslesen, denke ich mal. Weiß nicht, wie viel das hat. Da werde ich mich halt so ein bisschen auf der Dingsseite erkundigen. Im Internet halt. Ne? Würde ich sagen. Gut. Oh. Götterschild. Okay. Ich hoffe, wir haben alles. So, dann jetzt aber auf zur Fischerhütte. Was ist das? Man lässt sich durch... Echt jetzt? Was ich sagen wollte, man lässt sich halt durch jeden Scheiß ablenken. Au! Findest du hier was? Findest du da was? Wo liegt er denn? Hm. Weg. Da ist auch noch ein Zelt. Aber ich wollte mir mal... deswegen habe ich mal den Kack auch gerade gelernt. Das hier alles? Nee. Das hier ist alles. Den Dolch angucken. Oh, ein großer Dolch. Ja, aber dann könnten wir beschworene Waffen stärker machen. Dann müssten wir niemals einen Dolch finden, weil wir dann alles mit Magie machen können. Das wäre schon sick. Oh, vielleicht sollten wir hier nicht so laut sein. Hallo? Lass dich nicht stören. Wie der Wind ist los? Gerade eine Leiter-Trolle gemacht. Und Philou, wie sieht's bei dir aus? Oh nein, ich hab Philou angezündet. Wegen dir. Geht da einfach zur Seite. So, was haben wir denn hier? Rankenmischer Rucksack. Nehmen wir alles mit. Ein kleiner Rucksack. Wieso finden wir denn so viel Setzeug? Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist. Liegt hier noch? Fingerfertigkeit Lehrling. Wunderbar. Heilwurzel. Oh, hier kommt. Essen wir. Oh, blauer Quarz. Und sonst nur Mist. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich weiß nicht, wo Philou hin ist. Das Haus ist gar nicht das Fischerhaus. Oh, das war's schon. Hallo? Wo bist du? Ach da. Null. Au! So, erstmal das ganze Haus in Brand gesteckt.
Oh, das ist sehr schön. Na endlich. Hey. Da. Ach, das hier ist die Fischerhütte. Okay. Wir müssen hier... Wir hängen fest. Wir müssen hier irgendwie runter. Oh, hallo. Wer sind Sie denn? Hallo? Hm. Ansprechen, Frau. Ja. Problem hat sich, glaube ich, selbst aufgelöst. Oder so. Oh. Sie hat uns gezeigt, wo der Schlüssel liegt. Ist ja nett von ihr. Haben wir hier noch? Was jetzt viel wichtiger ist. Wir haben jetzt einen kleinen Rucksack, 15 mehr Tragekraft. Und zwar mit der Kapuze scheiße aus, aber wir haben ihn. Enters Haus, benötigt Schlüssel. Na dann, auf geht's. Ich weiß nicht so genau, ob ich jemanden oder etwas höre. Licht an. Gib mir all dein Salz. Kelche können wir eigentlich mitnehmen. Können wir verkaufen. Ich kann mir ja alles mitnehmen. Weil es ist ja alles nicht geklaut. Oh, den Hammer wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber na gut, jetzt haben wir ihn. Jo, ein Goldamulett. Das Buch. Oh, umgestürzter Tisch. Was ist denn hier passiert? Ich bin mir sicher, Nico. Sonst würde ich das doch nicht alles sagen. Hm. Was soll ich jetzt machen? Nichts. Was? Ich sagte, du sollst nichts machen. Was auch immer Mathildas Gründe waren, es geht uns nichts an. Sie und dieser Meldor sind es, die sich am Ende vor Malphas verantworten müssen. Und nicht wir. Aber... Kein Aber, Panthers. Wenn dieser Mann seinem eigenen Bruder so etwas antut, dann wird er dieses Geheimnis schützen wollen. Ganz egal, was passiert. Ich wusste es. Der Typ hat einfach zu viel, wie soll ich sagen, Unmut gezeigt. Also irgendwas hat Meldor gemacht. AK-Doppelbock. Ah ja? Und woher kommt das so plötzlich? Es kam einfach heute Morgen. Ich... Heute Morgen? Wann? Auf dem Schiff. Ich weiß, es klingt seltsam, aber es fühlt sich einfach richtig an. Hm. Wenn er dir nicht gefällt, können wir natürlich auch einen anderen nehmen. Es ist ja noch ein wenig hin. Nein, nein. Er gefällt mir. Damit wird sie glücklich.
weiß nicht, wie das ins Bild passt. Der Heilige Orden. Das ist doch Irrsinn, Lael. Hörst du dir eigentlich zu? Mach das doch nicht schwerer, als es eh schon ist, verdammt. Glaubst du, uns fällt das leicht? Deine Chancen sind am besten, wenn du kooperierst. Chancen? Im besten Fall verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis, verdammt nochmal. Wer auch immer euch diesen Schwachsinn erzählt hat, lügt. Und das weißt du. Jetzt haltet ihr euer verdammtes Schandmaul. Ich zähle bis drei. Wenn ihr bis dahin dieses Buttermesser nicht fallen gelassen habt, werdet ihr es bereuen. Ja? Weil ihr mich töten werdet, richtig? Bist du denn so blind, Jael? Dieser Kerl ist kein Gardist, sondern ein Söldner. Eins. Herr, ich denke, es gibt keinen Grund. Zwei. Drei. Also wir wissen ja, dass er sowieso gestorben ist. Von irgendwelchen Söldnern. Aber so wirklich Sinn? Macht's noch nicht. Vielleicht hatte Mathilda, also die Frau von dem Major, was mit dem Fischer und Meldor hat dann den Fischer umbringen lassen. Aber warum? Mist. Oh, jetzt kriegen wir nur geile Ringe. Bin gespannt, wie es weitergeht.